und herzlich willkommen bei Sona. Heute mache ich geschmortes Lamm. Das ist perfekt zu Ostern oder zu Weihnachten. Und dafür brauchen wir, ich habe hier 2 Kilo Lamm. Dann habe ich hier eine Karotte, 3 Zwiebeln, davon 1 ist rot. Dann habe ich hier 30 ml Sonnenblumenöl. Ihr könnt natürlich auch Pflanzenöl nehmen. Dann 2 Esslöffel Tomatenmark. Eine Prise Zucker. Thymian, Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Kreuzkümmel, das nehmen wir nach Belieben, Paprikapulver, Pfeffer und Salz. Dazu brauchen wir entweder Rinderbrühe, Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe, je nachdem. Wir fangen mal an. Erstmal schälen wir und schneiden wir die Zwiebeln, Karotte, das schneiden wir grob. Die Zwiebeln habe ich schon soweit aufgeschnitten. Jetzt schneiden wir die Karotten noch. Dann nehmen wir eine Pfanne, geben wir Öl dazu. Das Öl ist ganz schön warm geworden, heiß geworden. Jetzt braten wir das Lammfleisch jetzt. Ein bisschen Salz und Pfeffer dazu geben. Das sieht schon soweit gut aus. Das kommt jetzt in einen Auflauf vor. So, und hier braten wir die Zwiebeln, Karotten einmal kurz braten. So, das ist soweit in Ordnung. Dann kommt das hier 2 Esslöffel Tomatenmark, ein bisschen Zucker nach Belieben, Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Kreuzkümmel, auch nach Belieben, Lorbeerblätter, Rosmarin und Pfefferkörner. Das alles zusammen einmal schön vermischen. Dann geben wir die Gemüsebrühe dazu. Einmal kurz kochen lassen.
So, das reicht so erstmal. Das kommt auf das Fleisch. Dann kommt 2 Knoblauchzehen drauf. So, mit Folie zu machen. Mit Alufolie. Ich mache noch ein paar Löcher da drauf. Für anderthalb 2 Stunden im Backofen unter 200 Grad Ober-Unterhitze. Ich sage euch noch, wie lange das da drin war. Dann sehen wir uns bis später. Dann muss er ran wieder drauf. Das sieht super zart aus. Sehr lecker. Dazu habe ich ein paar Kartoffelkrapfen. Und dann habe ich noch ein paar Karotten gebraten. Machen wir noch ein bisschen Petersilie da drauf. So, meine Lieben, wir haben heute was Leckeres gezaubert. Das war super. Und wenn euch mein Rezept gefallen hat, dann Daumen hoch geben nicht vergessen, abonnieren, und wenn ihr Fragen habt, einfach in den Kommentaren schreiben. Ich antworte sehr gern und frohe Ostern. Tschüss.